mal Kurs 2 aus, Kurs 3. Können Sie mal das Gedudel ausmachen? Ja, ja, wir machen schon, das dauert ein bisschen. Einmal. Stecken Sie die Waffen weg. Ich packe meine Waffe doch gerne weg für Sie. So. Was ist denn hier los? Nichts ist hier los, das ist unsere Spedition, wir beschützen die. Ihre Spedition, Sie beschützen die. Haben Sie angemeldet, die Gewerbe? Können Sie doch gucken, hier Gewerbe. Zugelassen. So, und warum befinden sich mehrere Leute auf dem Dach gerade? Ja, weil wir unsere Spedition beschützen, habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Die Personen sollen bitte mal runterkommen von die Dach, dann können sie hier so, ja? Der eine Heli muss mal wegziehen da, ich verstehe sie nicht. Der eine Heli, ja, die müssen mal weg da. So, ihre Kollegen sollen einmal von die Dach kommen. Sollte mal runterkommen, ja, das möchten die Sheriffs gerne hier. Wissen Sie, Sie machen... Kaninchenfleisch hier, ne, die Dame? Hat nämlich Hunger ein bisschen. Ja, ja, machen Sie nur, stört mich nichts. Aber die Kollegen kommen jetzt runter. Die andere Heli gehört nicht zu uns. So, Sie packen auch mal bitte Ihre Waffen weg. So, was machen Sie hier? So, unsere Spedition müssen wir beschützen, habe ich doch gesagt. Haben Sie dann eine Gewerbeanmeldung? Ja, dann müsst ihr doch hier, können Sie gucken. Ja, Sie müssten doch ein Formular haben. Weil wissen Sie, die Leute, die hierher kommen, ja, die haben Angst, wenn sie hier stehen mit den Waffen. Ja, die haben ja keine Angst, wir sind doch liebe Menschen, das wissen Sie doch. Wir haben solche. Ja. Ja, das. Ey. Sind wir denn böse aus, oder was? Es gibt einen guten Tipp da oben. Gucken wir mal ganz da oben. Also 4 AKs sind die. 4 Langwaffen, 4 AKs. Die haben Überfall vor, deswegen sind wir hier. Das denke ich mir schon. Die sind aber ganz hoch auf. Sind aber mehr als 4. Ah ne, sind 4. Entschuldigung. 4. Ich würde sagen, sie lassen die Herren einfach mal in Ruhe verkaufen. Ja, können Sie doch an unsere Spedition. Sie müssen doch nur unsere Speditionsgebühr bezahlen. Nee. Wie nee. Was für Gebühren? Ohne gewerbliche Anmeldung wird hier nichts kassiert. Solange ich keine Dokumente vor mir habe. Chef, hier. Einmal aussteigen. Alles eingetragen hier. Können Sie hier die Sheriffs? Ja, bei mich nichts anschließen. Die wollen von ihm 10.000 Speditionsgebühr. Ja, lauf wie ein wilder Haufen hier rum, ne? Blickt die Polizei doch gar nicht mehr durch hier. Wir sind doch für eine Spedition, wir sind keine Spedition. So, wer ist hier jetzt Spedition? Spedition, die benutzen alle unsere Spedition. Die gehören alle zu Bomben. Vier Stück. Und die anderen wollen jetzt natürlich, die sehen wollen natürlich irgendwelche Kosten abziehen. Nichts abziehen. Weil die nichts mit uns zu tun haben. So, Sie können jetzt hier schön verkaufen, ja? Verkaufen das schöne Öl an Europa und Sie würden hier alles kosten. Wenn Sie ein Stück Abstand vom LKW nehmen, sonst könnte das nicht so geil. Ich hab schon gesagt, dass Sie das ja, dann müssen Sie. Das müssen Sie da oben, da oben sind auch welche, ne? Der springt hier oben. Ja, Waffen, sehen Sie das? Ja, ja, wir sehen schon. Vielleicht fällt ja nach unten was hin zu sehen. Meine Güte, so viele. Ja, wird es begehrt. Ja, so alles vielen Dank für dein Follow. Vielen lieben Dank. Willkommen im Stream. Grüß dich. Wie Spirit soll das sonst sein? Dann frage ich erstmal jemanden. Regen? Ja, bitte. Sind Sie irgendwas davon, dass das eine Spedition gehört hier? Polizisten. Nein, das habe ich nicht gehört, aber wenn die Herren. Okay. Ja, dann müssen wir schlau machen. Ja, bitte? Auf dem Blockgebäude hier vorne. Ja, ja, wir wissen schon. Wir wissen schon. Vier Stück. Wir wissen schon. Ja, Sie beschützen ja nur Ihre Spedition, ja?
keine Spedition, ja, wir sind. Weil uns wurde, also wir sind nur Beschützer von Spedition. Die Spedition der Jörn. Die wissen, ja, aber wissen Sie, das Problem ist, ja, wenn Sie so eine Spedition haben, ja, dann müssen Sie die Personen, ja, die hier verkaufen, auch darauf aufmerksam machen. Ja? Ja, machen wir ja, aber Sie ja, sind ja, 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 machen Sie ja. Wissen Sie, Sie müssen sich überlegen, ja, die Personen, die hier fahren, ja, die sind ja nicht blöd, die gucken, ja, und dann sie sehen mehrere Personen mit Waffen, sie sehen mehrere Personen auf ja, die Hochhaus, ja, so, dann kriegen die Angst, ja, so. Ich kann nicht sagen, wie so viele Waffen draußen haben, weil der Herr da oben auf, direkt auf uns zielt. Das sind ja nicht unsere, so. Das ist Yakuza-Schweine. Dann kriegen die Leute, dann... Mit der eingeblüten Nase. Dann kriegen die Leute Angst, ja, und fertig. Ja, wenn sie so machen, eine Spedition, warum machen sie nicht direkt bei die Verarbeiter oder bei den Ding sagen, hören Sie zu, wir haben Spedition, ja, wir verlangen so und so viel. Ich verlange ja, gar nicht da, so viel. Dafür beschützen wir sie, ja, gucken, dass hier niemand kommt und dann haben sie kein Problem, ja. Ja, Frau, verstehen Sie, ne, wenn ich ein Auto baue, verkaufe ich das Auto auch nicht vorher, ne. Ich melde das ja an, hier, mein toller Händler hier, der Ölhändler, der hier drin steht in dem Schild da, was kommt der Computer? Der verschifft das ganze Zeug nach Europa, ne? Und das kostet alle Geld. Frachtpapiere und hier Verschiffungskosten. Und wenn ich bei einem Arbeiter das mache, da steht auch ein Schild am Arbeiter, dass sie hier ein bisschen was einnehmen wollen an Spedition. Ja, ja, aber gucken Sie mal, wie viele Personen da sind. Würden Sie hier Ihr Öl verkaufen? Wissen Sie, ne? Wir können ja nicht mehr als Schilder aufstellen, ne? Und wenn die Leute das nicht verstehen und... Ist ja nichts passiert. Ja, ist nichts passiert, das ist gut, ja. Aber wie gesagt, wenn Sie machen wollen, so eine Gewerbe, ja, dann Sie müssen das kurz anmelden, ja. Und die Personen... Wir sind nur Beschützer von Gewerbe. Gewerbe hat wir anders. Ja, wenn Sie Beschützer sind, wenn die Leute nichts wissen, dass Sie Beschützer sind, die denken, Sie wollen Sie ausrauben, ja. Ich habe Sie doch gesagt, wir haben am Verarbeiterschild hingestellt, dass Speditionsgebühren anfallen von 10.000 pro Kopf. Ja, und warum schreiben die Leute dann die Notruf bei der Polizei, dass sie überfallen werden? Ja, weil sie sind und nicht lesen können. Kann ich Ihnen nicht verraten. Ich kann Ihnen auch nichts sagen, ja. Also, Sie wissen jetzt Bescheid, ja? Also, wir treiben jetzt weiter unser Geld hier ein und gut ist. Ja, ja. Schönen Tag noch. Ach, schönen Tag noch, die Dame. Oh. Gut, ich sitze dann.